Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nach dem misslungenen Aufnahme von gestern, also der gestrigen Aufnahme, diesmal wieder mit Audio und Ton funktioniert. Ich habe schon geprüft. was hatten wir letztes Mal gemacht? Wir sind in dieses Versteck gekommen und haben jetzt auch schon ein Mädchen gerettet gegen die Tyrannei einer Druidin. Ich muss gerade gucken, wo sitzt sie? Da steht sie. Tergagar. Ja, die Erzdruidin. Und mit der wollen wir sprechen. Wir haben übrigens auch festgestellt, dass Gale wohl ein Geheimnis hat, das wir noch tiefer erläutern werden oder ergründen werden. Dann wollen wir eine Pause machen und ich sehe auch, ich habe an meinen Wunden zu lecken. Gott sei Dank sind sie nicht offen. Und eitern nicht. So, dann wollen wir mal mit der Dame sprechen. Go on. Say it. You think I'm a monster? Du bist ein Monster? Nur ein Monster würde ein Kind bedrohen. Ihr wollt euersgleichen beschützen. Dazu braucht man manchmal Grausamkeit. Wirklich? Ich wollte nur sehen, was passiert. Nee. Nein. I know your kind from other circles. You see only villains and victims. A viper bears her fangs, defending her brood. I call her mother, you call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Okay. Frei von Eindringlingen. Okay, gut. Der Druide würde sagen, ist das ein Druidenritual? Solche Magie habe ich noch nie gesehen. Zelfor meint, seine Leute werden auf der Straße sterben. Dann wieder Druide. Ihr verstoßt die Unschuldigen. Ihr bringt Schande über euren Orden. Macht, was ihr wollt. Es kümmert mich nicht. Nach deiner Waffe greifen und weggehen. Gut. Nein, ich würde sagen, ist das genau. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. Past teachings come into focus. The Rite of Thorns is a rare practice, outlawed in most circles, for causing more harm than it eases. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Ja, es ist die Frage. Nehme ich jetzt einen anderen Begriff? Also nehme ich jetzt beispielsweise, ich komme von Cervulus, in Cervulus Namen, seine Leute könnten sterben, wenn er sie verjagt. Oder mache ich den Druidenweg? A disease of the flower must not reach the root. Pluck the petals, sever the branch if you must. But cut out the rot before it infects the whole of the wood. Teachings of the Tree Father. Do you agree? Ich kenne die Lehren des Baumvaters so gut wie ihr. Ich kenne nicht jede Zeile der Doktrin auswendig. Worte, die ihr zur Rechtfertigung eurer Grausamkeit verdreht. Also wenn ich das sage, mache ich also dann stoße ich ihr ganz gewiss vor den Koffer. Words I heed to the letter, to keep my brood safe. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Sevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Oh.
Ah. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. You consider the Rite of Thorns a rare art plucked from illicit domains. Die Kunst aus finsteren Domänen. Dich an deine Lektion erinnern. Entschuldigung. Dich an deine Lektion erinnern, welche Gefahren birgt der Ritus. Kangs Zorn bedauern, sie geht einen gefährlichen Weg. Deinen Geist beruhigen, es ist nicht an dir, die Natur von Kangs Magie in Frage zu stellen. Über Kangs Leidenschaft nachdenken, du hast Wahrheit in ihren Worten gehört. When the prayer ends, vines curl upwards from the earth and thorns sprout forth. Those within are isolated and those without rejected. Isolation breeds violence. Few circles survive it. There is more to Corga's tale. The grove must hide her secrets. Ja, dann haben wir das. Gut, was ist Silber? Gucken wir mal, was haben wir noch? Das wäre definitiv stehlen. Open up. Die Weidentruhe. Ah, da gibt es noch irgendwas. Gibt's denn hier? Ein Apfel. Eine Weidenkorb. Da gibt es auch noch was zu essen. Und eine große Flasche. Ah, gut. Ja. Stellt Nachforschung zu Karg an. Steintür. If not over, this will all be over. Okay. The ritual's almost finished. What if they tried to steal from us? The game. Er knurrt. Mit Tieren umgehen, versuchen dich ihm zu nähern. Ich werde bestimmt gefressen. Ah, 10. Plus 5. Also. Roll the dices. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's gewusst. Ja, gut, okay. Lass gut sein. Die Würfel sind mir nach wie vor nicht gesonnen, meine Freunde. Der Leuk, da ist der Leuk, der Rat. Das ist meine Kamera. Okay. Ist das meine Kamera? Ein Steinbrett. Was haben wir hier beim Steinbrett? That might be worth a look. Okay, man kann sich hinlegen. Ja, ist gut zu wissen. Okay, es sind mehrere Steinbretter. Nettie, ach, da ist unsere Zauberin. Unsere Heilerin. Korrektur. I see you. Just give me a moment. Okay. Na, dann warten wir geduldig. This medication. There. It's up to her now. Life or death. Now. Oh. What was it you needed? Ich suche Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. Ein kleiner. Okay. Heilung so schnell wie möglich. Wisst ihr was über den Gedankenschinder? Ich habe gehört, dass Halsin hier der besten Heilerin ist. Ich muss zu ihm. Nö. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. Ihr kennt die? Könnt ihr mir helfen? Gibt's denn noch andere? Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehüpft. Ein bisschen Sarkasmus. Komm. That's a serious condition. Come,
Follow me. I might be able to help. Okay, siehst du? So you funktioniert need to be das. Quick. Okay. This way. Oh, sie macht ein Portal auf. Guck mal an. War wohl die richtige Frage. Enklavenbibliothek. There's something in that vessel. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Okay. Kurz darauf ist eine Larve aus seinem Kopf gekrabbelt. Der Drone und ich haben den gleichen Parasiten. Ich hoffe auf eine wenige tödliche Heilung. Also habt ihr ihn getötet und auf den Tisch gelegt. Ist denn hier jeder von Gedankenschindern besessen? Dachte nicht, dass das so verbreitet ist. Was hast du damit vor? I'll do the best I can. I'm no Master Halsenmind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. You don't have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. All right. Let's see what we can do. Was ist deine Pflanze? Wird sie helfen? Ich weiß nicht, ob ich das will. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Nein. Looking closer, you recognize the branch. And it's no druidic cure. She's holding Kalimvor's kiss. A briar from the Dale Lands. And a deadly poison. Oh. Was soll das? Ich bin hier, weil ich Hilfe brauche. Leg den Zweig weg, dann reden wir. Versucht mich zu vergiften und ihr werdet es bereuen. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Ich kann meinen Verstand mit dem von anderen Infizierten verbinden. Ich bin von einem Schiff im Himmel gefallen, aber etwas hat mich aufgefangen und mir das Leben gerettet. Okay. Ein Intellektverschlinger hat mit mir gesprochen, als wäre ich seinesgleichen. Nein, nichts Seltsames. Ich will nur, dass mir das Ding aus meinem Kopf verschwindet. Na, ich traue euch nicht, ich gehe. Ja, komm. Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halsen said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsen was desperate to find where all this was happening. Auf einem Gedankenschinderschiff. Ich wurde entführt und infiziert. Oder zwei? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach damit aufgewacht. Ah, komm. Leg die Dornen weg und ich sage es euch. I'm trying to help you. But I need to be sure. So tell me, where'd you get that thing? A mind flayer ship? But Master Halsen was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ah, nein, ich nehme kein Gift von einer Frau. Ja, ja, gut, okay. Kann man so sagen, ja? Nein, mehr Gift, ein Heimbild wäre mir lieber. Natürlich wäre es mir lieber. Aber ich schwöre es dir. I hope it doesn't come to that. But thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsen and I were tracking them, studying them.
trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ja. Ich bin normal. Das ist richtig. Was meint ihr, welche Veränderungen zu erwarten sind? Oder? Ihr müsst doch irgendetwas erfahren haben, als ihr sie studiert habt. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from Mind Flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. Weiß ich schon. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. So, jedenfalls noch nicht. Mhm. Also ist es nur eine Frage der Zeit. Ist das eine gute Nachricht? Ihr sagtet, ihr verfolgt noch andere Opfer. Haben die sich verwandelt? Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Ich mag das Echo. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber das Echo ist echt klasse. Sehr gut vertont. Wirklich sehr, sehr gut vertont. Auf Deutsch wäre es mir lieber, aber okay. Alles kann man nicht haben. Definitiv nicht. Sie hat gesagt, was immer er gefunden hat, er hat den Rückweg nicht geschafft. Mhm. Ihr meint, er lebt noch? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Okay. Ich suche Halsin. Mir scheint, ihr stellt alle möglichen Thesen auf, die mich umbringen können. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Das ist guter Sarkasmus. Seid ihr sicher, dass er mich heilen kann? Klingt nach Selbstmord. The way I see it, you have two options. Halsin or that wyvern poison. Okay. I don't envy your choice. Truly. But this is the hand fate's dealt you. Hat's echt gut. Good call. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Jawohl. Step at a time, Nettie. Come on. So machen wir das. Why then, poison? Never tried it, and I hope to keep it that way. Better a quick draft than seromorphosis, nonetheless. Da gibt's noch was. Ein Kurbis. Nee, ich hab gehört. Than becoming a mind flayer. Gleich mal den kompletten Korb mitgenommen. Ja, geiler Scheiß. So, komm. Auf geht's. Something over there. Ah, halt, stopp. Da war was. Da war was. Komm mal zurück. Da war was. Was war da? Oder war das nur eine Lichtgestalt? Something over there? Wo? Ridiculous. We just let her run off. She's a child. A devil child. One who tried to steal. Habt ihr das auch gesehen? Diesen. Yet she failed. That's what matters. Oder war das nur hier vom. Ah, das kann sein vom Stein. Okay, gut. Ah, da haben wir nach wie vor das hier. Das müsste. Wo ist denn das hier? Ich stehe jetzt genau da, wo dieses Ding hier ist. Okay, gut. Wo geht's raus? Wo geht's hier lang? Schauen wir mal. Dienstbotenquartier.
Mhm. Ja, ich glaube, da kann ich jetzt noch nichts stehlen. Gut. Ich glaube, anders wie bei Seven Days to Die, kannst du hier locker flockig nicht looten. Ja, ich glaube, looten wird hier relativ mal schnell negativ. So. Ah! So, was haben wir da noch? Heiliges Becken. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo man das Kampfprotokoll... Wo sind die Quests? Wo sind denn die Quests? Gruppenmodus. Verstecken ein, aus. Karte. Ping. Tagebuch. Ah, da haben wir sie doch. Tagebuch. Quests. Also, was haben wir denn? Wir haben ganz viel, ganz viele Quests. Okay, also die Hauptquest. Findet ein Heilmittel. Die Heilerin Nettie haben wir gefragt. Dann müssen wir Halsin retten und dann finde Güthanik-Grippe. Also, für einen Legastheniker ist es ganz schön schwer zu lesen. So, rette die Flüchtlinge. Stellt Nachforschungen an. Durchsucht den Smaragdhain. Okay, durchsucht den Smaragdhain. Rettet Arabella. Okay, dann machen wir erstmal den Smaragdhain. Ist das Steintür? Ich würde sagen, das hier ist der Smaragdhain. Wir können aber erstmal eine kleine Pause machen, würde ich sagen, oder? Wo war das hier? Pause? War da hier? Nee. Kurze Rast. Kehrt in ein Lager zurück, um zu rasten. Sehr schön. Eine kurze Rast. So, dann lassen wir da reingehen. Wir durchsuchen den nochmal, weil ich möchte gerne auch die... Mal gucken, was ich hier habe an der Quest. Mhm. Moosbedeckter Stein, das ist der Rat. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Die Schlange ist launisch. Vielleicht ist die Schlange das Problem. Kaga scheint gefährlich zu sein. Und wenn sie es nicht getan hätte, was wäre dann geschehen? Ich habe gehört, dass eine Art Ritual stattfindet. One meant to seal us in, meant to seal them out. Blasphemous. The tree father must see what's happening in his holy grove. Perhaps his eyes are on Master Halsin now. Mm-hmm. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Okay. Ich würde alles geben. Nein, komm. Sylvanas' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. So. Silber. Kack. Hier kann doch irgendwas hier. Steinbank. Bär. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Künste. Steht da auf dem Tisch, ja? Teil einer größeren Karte. Mit duftendem Harz auf die Seite geklebt. Jemand hat vom Fluch befleckt, über die östlichen Lande geschrieben, jenseits der Berge, auf die Straße nach Baldur's Gate. Okay. Stein. Hier. Tafel Gefallener. The towers seized the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead.
sent to the Night Singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shah's divine sister, Saluna. Mm-hmm. Ridiculous! We just let her run off! She's a child. A devil child! One who tried to steal from us! So die Frage ist... Yet she failed. That's what matters. Was gibt's hier noch zu untersuchen? Da gibt's noch eine Steintafel. Nein, Steintafel. By claw and tooth, from root to thorn, the old oak's grove to wildling sworn. You recognize the druids as elders of a circle. This place is a divine sanctuary. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas? Ich muss öfters mal mit der Taste Alt arbeiten, dann sehe ich auch ein paar Sachen. Ritus der Dorn. Ah, Ritus der Dorn. Rucksack. This will all be over. Dieser schwere Wälzer trägt den Titel 1371 und ist mit dem Bild eines eleganten Hirschs vor einem dunkelgrünen Hintergrund versehen. So. Zwei Druiden von den neueren Rekruten nach Norden geschickt. Das Dorf hat schon den zweiten Ernteausfall in Folge und wird den Winter wohl nicht überleben. 9. Uktar. Eine Gruppe aus Baldur's Gate hat ihr Lager am Waldrand aufgeschlagen. Zwei Bären und ein Fuchs kamen vorbei. Ihr Revier wurde niedergebrannt. Die Hälfte der Jungen des Fuchses sind gestorben. Ich statte der neuen Gruppe morgen einen Besuch ab. 10. Uktar. Der Besuch verlief nicht gut. Sie beleidigten mich aufs Unflätigste und sagten, sie würden den halben Wald roden und alle Tiere ausräuchern, die nicht von alleine fliehen. Sie sagten, sie würden das Land bestellen und eine eigene Stadt gründen. Ich muss wohl kreativ werden. 12. Uktar. Der Erdrutsch hat gewirkt. Die Hälfte ihrer Ausrüstung wurde verschüttet, die andere zerstört. Die kommen nicht so bald wieder. Im Dorf südlich von hier wurde offenbar ein roter Magier gesehen. Ich schicke 3 Waldläufer, um dem nachzugehen. Wenn sie einen roten Umhang sehen, kontaktiere ich das Haus Silvanus. Ein roter Magier. Gale, was bist denn du? Gibt's hier noch was? Nö, alles rot. Das wird nix, komm. Dann. Warte mal, lass uns mal hier reingehen. Da ist eine Truhe. Hab ich aber gleich schon reingeguckt, ja. Die war schon leer. Gibt's hier noch irgendwas? Ein Dolchwurzel. Wermut. So, was haben wir denn noch? Ein brodelnder Trank. Lass es uns hineinschauen. Möge er... Oh, was ist das hier? Gegenstand kombinieren. Oh, was haben wir denn hier? Kessel mit brodelndem Teriyak. Mhm. Was haben wir denn hier? Das Gift? Nee. Trank der Geschwindigkeit. Hatte ich nicht irgendwelche... alle Gegenstände... Ich hatte gedacht, ich habe irgendwelche Wurzeln. Was machst denn du da rein? Ein Ritusstab. Da, Ritus Domine. Mhm. Ich hatte doch eben irgendwas aufgezogen, oder nicht? Irgendwas, Wasser, Onyx.
kombinieren, geht nicht. Fackel, Flasche, Schädel. Ich habe keine Ahnung. Da kannst du aufrüsten. Aber ich war der Meinung, dass ich irgendwo diese Zutaten hätte. Wo sind denn diese Zutaten? Handtücher. Ich wüsste jetzt nicht, wo du diese anderen Ingredients, diese Beeren und Sträucher und so hättest. Reise. Alchemiebeutel. Ah, öffnen. Ah, hier. Was hätte ich denn? Herbstkrokus. Trank des Federfalls. Aha. Balsam. Trank der mächtigen Heilung. Oh, der mächtigen Heilung. Das ist schon gut. Feuer, Wermut. Gegengifttrank. Aha. Öl der Präsenz. Belladonna, Elixier der grenzenlosen Fokus. Stapel teilen. Bestätigen. Dann halt nicht. Dann lässt er mich gerade mal hier. Gibt's hier noch irgendwas? Wermut hier mal noch? Wermut? Nehmen wir Wermut. Gut. Was haben wir hier noch? Ich guck mal schnell hier rein. Enklavenbibliothek. Zerlegt, ist ja zerlegt. Was haben wir hier? Brief des Dorn. Lesen. Spür den Druiden auf. Finde seinen Unterschlupf und melde euch bei mir. Denkt daran, ihr seid nur ein Speer. Greift nicht ein. Tötet niemanden. Beobachtet einfach und kehrt dann zurück. Ich werde entscheiden, was mir dann unternehmen. Ah, was? Okay, gut. Interessant. Rune des Bären. Kann man die lesen? Darf ich die lesen? Oh. Okay. Ja, ich habe nichts gemacht. Tut mir leid. Bestimmte Aktionen werden von anderen Charakteren missbilligt, wenn du dich erwischen lässt. Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal. Komm. Gut. Wieder eine halbe Stunde rum. Das geht wahnsinnig schnell. Herzlichen Dank, dass ihr wieder meine Gäste wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch diesmal mit Ton kann man ein kleines bisschen mehr verstehen und mehr hören. Ja, ich springe rüber in die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und immer auch gerne einen Kommentar, dann sagt ihr dem den YouTube-Algorithmus, dass man meine Videos schauen kann. Und wie gesagt, ein Abo kostet nichts, ist für alle kostenlos und hilft aber meinem Kanal zu wachsen. In diesem Sinne, bis dann. Danke, ciao, ciao.